Hoi, ich bin Leila und ich bin SRF 3 Best Talent vom November. Ich erzähle euch jetzt 7 Facts über mich. 6 stimmen und einer stimmt wirklich nicht. Der erste Fact über mich ist, ich war im Skirennclub in Müren, wo Bondis heissen. Bondis wegen James Bond, weil auf dem Schildhorn in Müren ist der Film gedreht worden. Und ich musste das Wochenende um 7 Uhr aufstehen, um Skirennen zu fahren. Ich habe 5 Jahre lang Blockflöte gespielt, in verschiedenen Grössen, so auch die so einen bogenen Hals hatte. Und ich konnte es nicht gut, jetzt mache ich es nicht mehr. Ich kann keine Noten lesen. Ich kann absolut keine Noten lesen. Wenn man mir ein Notenblatt herlegt, kann dir nicht sagen, welche Note was ist. Ich spiele auch Gitarre, die man eigentlich auch vor allem sehr gut spielen kann, wenn man Noten liest. Wie auch Bass. Und ich kann es eigentlich immer noch nicht. Man kann ja Gitarre, es gibt viel, wo man nicht unbedingt ein Notenblatt haben muss. Ich kann zum Teil schon auch sagen, wo, welcher Fret, welche Note ist und so bei Gitarre. Aber ich kann die Notenblätter nicht lesen. Ich kann mit meinen Ohren wackeln. Und ich habe früher als Kind zu Wetten, das gehen, um zu zeigen, dass ich meine Ohren wackeln kann. Als ich ein Kind war, bin ich mal in Bosnien mit meiner Familie Ferien machen. Und dort haben wir Pommes gegessen und natürlich noch etwas anderes. Aber ich kann mich an Pommes erinnern und an mein Bedürfnis, dass ich unbedingt ein bisschen Ketchup möchte haben. Und dann haben sie mir eine weiße Soße gebracht und ich habe gesagt, ich möchte keine Mayonnaise, sondern Ketchup. Und sie haben gesagt, das ist Ketchup. Dann habe ich es probiert und es war echt weißes Ketchup. Es war nicht sehr fein. Ich bin sehr, sehr fest eine Ketchup-Fanatikerin. Also es ist wirklich, also natürlich nicht auf alles, so Salat passt nicht, aber Ketchup ist wirklich wow. Super. Als ich ein Kind war, habe ich gedacht, der DJ Bobo ist zum Vornamen DJ und zum Nachnamen Bobo. Und ich habe dann irgendwann realisiert, dass das nicht stimmt. Meine erste EP Burnout ist jetzt draussen. Geht es hören. Das waren meine 7 Facts. Und es nicht mehr wundern, ob ihr herausfindet, weil das nicht stimmt. Der mit dem DJ Bobo stimmt nicht. Ich habe mir zwar nie wirklich überlegt, wie das der DJ Bobo heisst. Es war einfach DJ Bobo. Ich kann mit meinen Ohren wackeln. Das ist so das Talent, das ich habe. Und das kann ich. Wenn ich diese 7 Facts neugierig gemacht habe, über was für Musik ich mache, könnt ihr jetzt hier beim nächsten Video die Live-Session schauen.